So, heute ist die Kleiderordnung etwas laxer, Pyjama. Hoffe, ich kann den gewohnten Standard aufrechterhalten. Tag 4. Ein Gedicht von Jonathan Bracton, ein Zeichner und Maler, der in Amsterdam lebt. Ich habe ihn kennengelernt bei Max Dax, bei einem seiner wunderbaren Veranstaltungen. Und seine Zeichnungen sind mir sofort quasi in die Seele gesprungen, wenn man so will. Hier zum Beispiel, das ist ein wunderbares Buch von ihm beim Steidl Verlag herausgekommen. Jonathan Bracton, Being There, Dasein. Er zeichnet sehr filigran. Ist natürlich schwer, hier so darzustellen. Ich kann euch nur empfehlen, das Buch zu kaufen. Nicht bei Amazon, sondern beim Buchhändler um die Ecke. Giacometti. Giacometti, ein Gedicht habe ich vertont. The mind reflects upon the world and sees what itself is not. The soul describes itself as air, so turning round will find itself nowhere. The body runs into the world to find its end, then rises up as if a wave and tips to break and falls and sinks away in sand. Memory denied and future cast away, a soul that fled today is floating off in space, bereft of what it visited with love. It's a remnant of a wish, a shape within a dream, a shift upon a world that for a while had seemed as it was felt. The mind reflects upon the world and sees what itself is not. The soul describes itself as air, so turning round will find itself nowhere. The body runs into the world to find its end, then rises up as if a wave and tips to break and falls and sinks away in sand.